Und ich bin jetzt echt mal gespannt. Oh Gott. Das wird nichts, Leute. Vor allem das bei 3224 Pokalen. Oh Mann, oh Mann. Servus Leute, heute gibt es mal wieder eine Challenge und zwar wollen wir probieren, nur mit Zaubern einen Kampf in der legendären Arena zu gewinnen. So, aber wir werden jetzt erstmal ganz kurz hier eben unser Deck ein wenig anpassen. So, ich habe jetzt in meinem Deck nicht überall, beziehungsweise ich habe jetzt nicht alles aus Zaubern bestehend, denn da gibt es nicht wirklich viele. Ich denke mal, der Rage-Zauber macht wenig Schaden am gegnerischen Turm. Deswegen sieht mein Deck jetzt wie folgt aus. Ich habe hier noch den Elixier-Kollektor und den Spiegel mit reingenommen. Einfach damit wir ein wenig schneller Elixier produzieren können. Und Leute, ich würde einfach mal sagen, drückt mir die Daumen. Wir werden jetzt mal gucken. Ich glaube nicht, dass jemand gerade hier ist. Wir können mal gleich eine Anfrage schicken. Und dann gucken wir einfach mal. Ich probiere jetzt einmal einen Fight hier im Clan aus. Und dann im Verlauf des Videos machen wir nochmal einen Kampf hier online in der legendären Arena. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob ich das Ganze hinkriege. Und da hat schon jemand angenommen, und zwar der Ilosk. Und ich schreibe schon mal direkt Good Luck, denn ich denke mal, es wird auf jeden Fall schwer. Vor allem das Verteidigen wird, denke ich mal, eine kritische Angelegenheit. Aber ich hoffe mal, ich kriege das einigermaßen hin. Und jetzt können wir hier schon mal ein wenig Schaden machen. Und zwar hier an dem Barbaren, beziehungsweise auch noch am Turm und an der gegnerischen Hütte. Das hat doch ganz gut geklappt. Und er schreibt schon mal direkt hier, ups. Und ich glaube, ich habe hier schon mal einen kleinen Preußenspell drauf. Der erwischt Gott sei Dank auch noch den Turm. Und dann machen wir schon mal einen ganz guten Schaden an der gegnerischen Seite. So, ich denke mal, einen Fireball können wir auch schon mal rauf. Dann kriegt der Riese schon mal ein bisschen Schaden. Zwar nicht so viel, aber ich weiß auch gerade nicht wirklich, was ich dagegen setzen soll. Ich glaube, das Beste wäre jetzt einfach mal ein Zap und die Rocket. Ich glaube, das macht so am meisten Schaden. Aber jetzt haben wir auch schon ein ganz großes Problem. Ich denke mal, er wird jetzt hier unseren Turm wegsnacken. Ich freeze jetzt einfach mal an der Stelle und hau dann da gleich einfach mal einen Poison-Spell drauf, um hier ein wenig Schaden zu machen. So, Poison-Spells einfach mal an der Stelle und dann kriegen wir hoffentlich die Barbaren noch down, beziehungsweise die werden jetzt durchkommen, aber ich will die Prince und den Eismagier wenigstens noch down bekommen. Und ich denke mal, da wird sich jetzt auch schon mal denken, what the fuck, was hat denn jetzt der Clash hier vor? Hier den Lightning gebe ich mir nochmal ein bisschen auf und warte nochmal, dass er da nochmal ein bisschen durchpusht. Aber setzt es da vorne irgendwie komischerweise eine Hütte, die ihm jetzt gerade nicht viel bringt. Aber kann er ruhig mal machen. Soll mir egal sein. Ich weiß gerade nicht so genau, was ich dagegen setzen soll. Ich muss jetzt nochmal hier zappen. Und dann werden wir gleich nochmal hier auf der anderen Seite ein bisschen Schaden machen mit der Rocket. Und er schreibt schon mal direkt, well played, alles klar. Ah, Mist, jetzt setzt er einen Riesen auf die Seite. Dann muss ich jetzt einmal an der Stelle die Rocket draufhauen. Und vielleicht hier einfach mal einen Poison Spell für den Riesen. Und das war auch ganz gut, da kam die Valkyrie direkt und da haben wir mal ein Lightning drauf. Und dann hier einfach mal an der Stelle einen Fireball. So, sehr schön. Okay, jetzt weiß ich gerade nicht, was die gegen die Barbaren machen. So, ich glaube einfach mal einen Fireball nochmal auf der Seite hier. Und nochmal ein Zap auf der Seite. Aber ich glaube, wir verlieren... Ah, Mist, ey. Mist, Mist, Mist. Ich muss hier mal einen kurzen Poison-Spell raufhauen. Aber ich will noch seinen Turm gerne bekommen. Das ist mein Ziel. Den will ich noch haben. Ach, Mist, ey. Oh Gott, Leute. Er ist zwar auch in der Legendary Arena, aber ich stelle mir es jetzt gerade irgendwie ein bisschen kritisch vor, das Ganze online zu machen. Aber, Leute, ich würde einfach mal sagen, wir probieren das Ganze mal aus. Wie gesagt, ich glaube, das wird eine... totale Katastrophe. Aber, naja, einfach mal YOLO, wir gehen in einen Online-Fight rein. Muss man natürlich auch mal machen. Und ich bin jetzt echt mal gespannt. Oh Gott, das wird nichts, Leute. Vor allem das bei 3224 Pokalen. Oh Mann, oh Mann. Okay, wir hauen erstmal kurz eine Rocket drauf. Begrüßen ihn damit erstmal ein bisschen. Und dann gucken wir mal, was er noch so macht. So, er setzt den Eismagier. Ich glaube, dann wäre hier schon mal ein Poison-Spell ganz schön. Dann kriegt er schon mal ein bisschen Schaden, wenn er da durchläuft. Und vielleicht... Ah, okay. Ja, was soll ich jetzt machen? Gute Frage. Ich hätte vielleicht den Lightning ein bisschen früher setzen sollen. Dann setze ich ihn jetzt einfach mal. Aber trotzdem dürfte er eigentlich nicht so viel Schaden meinem Turm machen. Er haut jetzt schon mal einen weinenden Smiley raus. Ich glaube, er weiß, was ihm so bevorsteht. Naja, ich guck mal, wie ich das so am besten machen kann. Okay, ein Golem.
Mist, jetzt habe ich gerade mein Lightning verballert. Da muss ich eben ganz kurz einen Feuerball draufballern. Und vielleicht mal einen Zap an der Stelle. Und dann müssen wir gleich, glaube ich, einfach mal den Poison Spear darauf werfen, weil sonst haben wir ganz ehrlich ein Problem. So, Poison jetzt einmal an der Stelle. Okay, der war ganz schön. Jetzt wäre ein Lightning ganz akzeptabel. Er haut jetzt da selbst einen Poison drauf. Und ich glaube, jetzt müssen wir einen Lightning draufballern. Sonst haben wir hier ein großes Problem. Okay, der Golem wird jetzt den Turm noch down bekommen. Aber wir haben, glaube ich, somit das Schlimmste verhindert. Denn wäre der Golem jetzt in Kombination mit dem Eismagier und dem Minipacker jetzt unserem Turm durchgekommen, hätten wir da auch schon ganz schön viel Schaden bekommen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir warten mal ganz kurz. Da kommt der nächste Golem von ihm von der anderen Seite, komischerweise. Aber ich will weiteren Schaden auf der Seite machen. Weil den Turm haben wir schon ein bisschen down, dass wir den auf jeden Fall in der Zeit auch schaffen. Und wie mache ich das jetzt hier? Ich glaube, ich baller hier einfach meine Rocket drauf. Erwischt. Oh, sehr schön. Sehr schön, das war eine schöne Rocket. Und jetzt mal an der Stelle wieder den kleinen Poison Spell. Vielleicht mal einen Zap an der Stelle. Und dann hauen wir hier nochmal ein Lightning drauf. So, zack, zack, zack. Und sein Turm ist jetzt auch schon fast down. Das ist doch ganz schön. Ich glaube, jetzt muss ich hier noch meine Rocket draufballern. Und vielleicht einfach mal ein Freeze. Das wird wieder kritisch. Das wird wieder kritisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh Mann. Ey, wir hätten es schaffen können. Wir hätten es schaffen können. Naja. Okay, Leute. Es war jetzt ein bisschen verkeggert. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir das Deck noch ein bisschen anpassen können. Ich glaube, ich schicke noch mal eine Anfrage im Clan. Vielleicht nimmt dann noch mal jemand an, der ein bisschen weniger Pokale hat. Weil ich glaube, wenn der Gegner nicht ganz so starke Truppen hat, vor allem der gerade hier hatte sogar den Golem, da kann ich überhaupt nichts gegen machen. Außer irgendwie den Poison Spear oder sowas zu setzen oder eine Rocket. Aber, na, ich bin mal gespannt. Wir warten jetzt mal ganz kurz, bis hier jemand den Fight annimmt. Okay, er nimmt schon direkt jemand an und wieder jemand über 3000 Pokalen. Naja, ich hoffe mal, wir kriegen es jetzt ein bisschen besser hin. Ansonsten ist es nun mal so, dann haben wir die Challenge leider nicht ganz so geschafft. Und mal sehen, was er macht. Ich halte schon mal den Lightning bereit. Und er kommt da mit einem Musketier. Dann haben wir jetzt schon mal den Lightning da drauf. Zack, zack. Und halten schon mal die Rocket bereit. Vielleicht setzt er direkt daneben nochmal was. Okay, einen Funky. Dann machen wir es mal so. Dann dürfte der auch schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Oder? Vielleicht ist er auch ganz down. Oh, er ist sogar ganz down. Das war auch schon mal sehr schön hier eingesetzt, die ganzen Karten, die wir bis jetzt hatten. Und die Feuergeister dürften eigentlich nicht so viel Schaden machen, beziehungsweise ja doch, die machen ein bisschen Schaden. Und der Riese setzt schon wieder da auf der Seite. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, Kollege, dass du da mal auf der gleichen Seite das setzt, weil dann kann ich da immer schön Schaden machen. Und vielleicht auch schon mal hier einen kleinen Poison-Spell rauf. Oh, der war doch göttlich. Hier die Barbaren erwischen wir auch nochmal ein bisschen. Vielleicht auch mal ein Zap an der Stelle, dass sie sogar noch mal ein bisschen mehr Schaden durch den Poison Spell bekommen. Und ja, Leute, das sieht doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als gerade eben. Er kommt jetzt zwar mit dem Riesen durch und kriegt da auch ein paar Hits drauf, aber trotzdem haben wir schon mal zum Vergleich von gerade eben schon mal ein bisschen mehr Schaden gemacht. Er kriegt jetzt da meinen Turm, aber wir machen auch schon mal ganz guten Schaden an seinem Turm da auf der anderen Seite. Er setzt jetzt schon wieder den Spark hier auf der gleichen Seite. Es ist ein bisschen ungünstig, Kollege. Komm schon, Fireball. Mach auch noch ein bisschen Schaden. Und den Sparky kriegen wir jetzt auch schon wieder. Und seinen Riesen überlege ich gerade mal. Ich glaube, ich hau jetzt einfach mal einen Poison Spell drauf. Und er setzt schon wieder die Barbaren dahinter, Kollege. Das ist dein großer Fehler, dass du mal die Barbaren dahinter setzt, wenn ich da gerade einen Poison habe. Komm schon, noch ein Zap. Noch ein Zap. Ah, sehr schön. Und seinen Turm dürften wir jetzt eigentlich auch down bekommen. Ich warte nochmal ganz kurz. Ich denke mal, er wird da jetzt gleich nochmal irgendwie den Spark oder sowas setzen, dass wir den dann auch nochmal down bekommen. Oder ein Musketier, das können wir dadurch ja auch noch mit runterholen. Und yes, Leute, den ersten Turm hier. Sehr schön, da mache ich schon mal hier Daumen nach oben. Das war schon mal ganz gut. Und ich glaube, jetzt haue ich hier schon mal einen kleinen Angriff auf der Seite raus. Wie ich das sage, ey. Ein Angriff auf der Seite. Und hier dann vielleicht schon mal ein Feuerball, dann ein Zap hinterher und dann ist der Sparky wahrscheinlich... Ah, schade, er ist nicht ganz down.
Aber ich glaube, hier eine Rocket wäre auch ganz schön. Und ein Poison Spell. Genau. Und Misty Barbaren sind sogar durchgekommen. Das heißt, dann müssen wir einmal kurz an der Stelle freezen, damit hier unseren Turm nicht down bekommen. Und vielleicht dann einfach mal einen Feuerball draufhauen. Sehr schön. Und hier setzen wir auch nochmal an der Stelle, damit die da auch nicht mal einen Turm bekommen. Aber, ah Mist, jetzt. Da können wir jetzt gerade nicht wirklich was gegen machen. Ja, okay. Na gut. Er kriegt von mir ein Good Game. Haben wir es wenigstens einmal hier in der lieben Folge geschafft, hier vom Gegner einen Turm zu holen. Wenigstens noch ein krönender Abschluss, dass wir nicht komplett als Loser rausgegangen sind. Naja, Leute, ich hoffe trotzdem mal, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.